Hallo WWW. Na? Cool, reingesurft. So, wir spielen jetzt hier Gen Z das und das Ganze erklären die fantastische Lena Kassel noch mal bitte. Genau so mache ich's. Hallo. Ihr spielt alle drei gegeneinander. Ja. Und wir starten mit der ersten Runde. Und die heißt Hype-Produkt oder Reste-Rampe. Ich zeige euch gleich ein Produkt. Und ihr müsst mir sagen, ob das Produkt der neue heiße Scheiß auf TikTok ist oder ob es einfach nur ein Kram ist, der irgendwo in einem Amazon-Lager verstaubt. Ja, und ihr schreibt dann bitte auf eure iPads Hit oder Shit. Mhm. Hit für das ist cool und Shit für es ist nicht so geil. Ja? Das ist Kacke. Kacke, Kacke. Kacke. Schalten wir bei Null nochmal oder führe ich noch? Wir zählen weiter. Und wir zählen weiter. Drei, zwei, eins. Und das hier ist unser Produkt. Das ist ein Schwamm, wie ihr vielleicht unschwer erkennen könnt. Ich kann euch den auch mal geben. Na, aber ich verstehe TikTok nicht. Wieso ist das dann ein Trend, so ein Schwamm? Also, weißt womöglich, du ja noch nicht. Aber selbst wenn, sagt dann irgendwie. Ja, heißt, was heißen so Menschen? Den oberen beiden Löchern. Kendall Jenner oder so sagt die, ja, das ist geil. Und dann machen alle so, oder was? Es soll wohl den Reinigungsprozess ja, beschleunigen. Spülen 2.0. Ja, der Möhrenmann kommt und fickt. Ja, ich wollte sagen. Aber auch Special, oder? Echt Möhren. Ja, klar. Wegen kleinen. Also. Also. Ja, können das die jungen Leute gut finden? Das ist ja so die Frage, ne? Das ist so ein bisschen eklig. So. Ja, nein. Hit oder Shit? Shit. Was soll das sein? Ja. Also ich hab Hit gesagt. Warum? Weil ich das irgendwie ganz witzig in der Hand finde. Findest du witzig? Fühlt sich gut an, ja? Wofür ist denn das? Ja, für gar nichts, aber es ist angenehm. Doch, du kannst damit sauber machen, also spülen. Hier, spüle. Ich komme doch nicht selber. Ah, ja, okay. Dann ist es 100 Pro. Nur keine Frau. Dann ist es 100 Pro so ein TikTok, was so diese gibt sich diese sehr befriedigenden Videos, wo du so alles ist dreckig, dann machst du einmal so, das ist sauber. Mhm. Vielleicht. Diese befriedigenden Videos. Das sagen, wenn dich das befriedigt? Ja, ich bin alt. Deswegen sage ich auch Hit, weil das wird 100 Pro sowas sein. Das ist alles dreckig, so typische WG-Küche. Macht einer einmal so, zack, zack. Dann ist alles sauber. Okay. Und das ist in Videos natürlich schön darstellbar. Mhm. Okay, also Felix und Tommy sagen Hit. Ja. Was sagt die Gen Z? Ich sag auch Hit. Ich habe das gesehen auf TikTok. Na klar hat er das gesehen. Das ist, glaube ich, also hier kann man so einen Löffel, glaube ich, reinmachen und dann so, ach so, sauber machen. Ah, stark. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber das ist schon sehr explizit. Also, hier kommt das rein, da das und da kommt das rein, aber ich bin mir nicht sicher. Also, wir können ja mal aufklären. Ja? Und ich kann euch sagen, dass dieses Teil nicht nur Schwamm heißt, sondern eigentlich auch Scrub Daddy. Scrub Daddy. Und wir sehen, es ist, hat fast eine halbe Million Likes. Ja? Also, es ist natürlich der neue heiße Scheiß. Es ist ein Hit, na klar. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es auch eine Scrub-Mami gibt. Ganz, würde ich mal googeln. Bei Bilder und dann Safe Search ausmachen. Wir machen weiter. Ihr habt alle einen Punkt? Ja? Ja, darf ich das behalten? Ich mag das. Ja, mach. Okay, danke schön. Wir kommen zum nächsten Produkt, ja? Hier das ist ein portabler Luftbefeuchter. Ja, dachte ich auch sofort. Ja. Und pass mal auf, ich zeige jetzt mal, wie das geht. Also, man steckt das Teil hier rein und dann, dann drückt man hier drauf und jetzt soll die Luft nach Cola riechen. Darf ich mal riechen? Ja, bitteschön. Ist ja mega geil. Das will ich sofort haben. Und? Was? Bisschen auch wie ein Shisha, ne? Oder so ein Vapor. Und? Funktioniert. Funktioniert, ne? Geil. So, Frage. Funktioniert sowas auf TikTok? Ja, und, ja. Kann, was denkt ihr? Gerüche wieder. Aber genau jetzt das oder auch im anderen Design? Oh, ah, fragt schon nach einem anderen Frage. Design. Beim anderen Design habe ich es auf TikTok gesehen. Sehr schön. Also, wir reden gerade über dieses Teil. Ja, ja. Obwohl Gerüche wieder scheiße darstellbar. Warum soll ich denn Like drücken, wenn ein anderer irgendwie ein schönes... Tommy, der Möhrenmann hatte ja, eine Million Likes. Aber ich sehe, wie ihnen das Spaß macht, da seine Möhre da unten reinzuschieben ins Brett. Und das, ich sag Shit.
Okay. Tommy sagt Chip, Felix, ja. Du sagst? Ich glaube, das ist ein Hit, weil ich es Bombe finde. Das ist wirklich gut. Willst du gleich auch mitnehmen, ne? Nein. Okay. Vivi? Ich sag Shit. Also ich habe so Luft, bevor ich das schon auf TikTok gesehen, aber nicht den. Klar, also. Aber nicht klar hat er das. Guck mal, er schreibt nur noch S hier. Star-Allüren, geht schon los. Vierte Runde so, ne. Gleich so Backstage. Ich wollte weiße Schimpansen haben! Meine Fresse, so ein Künstlerschal nach hinten. Ja, lass mal gucken, lass mal. Ich glaube, da haben wir auch hier so ein Video, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, aua. Und wir sehen, es ist 300.000. Fast 300.000 Likes. Das ist der heiße Scheiß, ja? Felix hat recht. Ich Felix recht. Hat recht. Gratuliere. Vier, drei, drei. Zwischenstand. Wir spielen noch mal TikTok-Star oder Normalo. Es werden gleich zwei Menschen dieses Studio betreten und ihr müsst wieder zuordnen, wer von beiden ein Normalo ist und wer der TikTok-Star. Und ich würde jetzt einfach mal unsere beiden Kandidaten herzlich begrüßen. Hallo. Hi. Hi. Crazy. So, ihr wisst, was zu tun ist. Ey, irgendwie kommen mir beide bekannt vor. Ja, ich sehe es auch gerade. Okay, jetzt wieder logisch denken. Mhm. Lass uns mal dran teilen. Der Homeboy links sieht aus, als wenn er auf meiner Schule war. War wir auf derselben Schule? Nee, oder? Okay. Jetzt müssen nicht Nein gesagt. Naja. Sie dürfen keine Fragen beantworten. Ich darf keine Fragen, Fragen stellen überhaupt erst. Sehr modisch angezogen. Ja, täuscht. Spaß. Sehr gut angezogen. Hier übrigens wieder Kandidat 1. Ja, auch sehr gut angezogen, no offense. Aber wollte gerade sagen. Ich habe mich schon, so schon entschieden. Sehr, sehr Berlin-Mitte. Du hast dich schon entschieden, Felix? Ich habe mich schon entschieden. Warum? Weil ich der Meinung bin, dass der Homeboy links auf meiner Schule war. Nee, ich hab mich für zwei entschieden, weil ich glaube auch zwei. Der Homeboy kommt hier so ein bisschen lockerer rüber, als wenn er einfach so... Ja, ich will's wirklich. Ein bisschen so kommt er. Was können die machen? Ich sag Nummer zwei hier, ich hab's auch aufgeschrieben. Ja. Nummer zwei? Kennst du ihn wieder, ne? Ich schreib das mal auf. Ja. Tommy, was sagst du? Boah, ich sag auch zwei. Auch? Kandidat Nummer zwei. Ich sag auch zwei. Und? Ich weiß aber nicht genau wieso, aber irgendwie hab ich so ein Gefühl. Okay. Einfach das, so das wieder, Hemd, ja? Das Hemd macht's, ne? Ja. Aber was macht er? So Mode-Influencer oder was? Hemden abschneiden. Ich würde sagen, Levi wird's wahrscheinlich wissen. Levi? Ich weiß, also wenn ich mich jetzt blamiere, also ich habe mal die Eins. Ah. Kandidat Nummer Eins. Ja, wenn ich jetzt hinten liege. Warum? Also dann? Warum Eins? Ich glaube, ich kenne ihn, ich weiß es aber nicht. Vielleicht von Felix Schule, aber... Das wäre natürlich eine geile Finte, wenn er irgendwie beim Film oder so mitgemacht hätte. Ich kann euch sagen, der TikTok-Star hier neben mir hat 1,4 Millionen Follower auf TikTok. Wow! Ja. Das ist eine ganze Menge. Wenn du dranbleibst, wirst du bald so erfolgreich wie die Frau vorhin. Und lass mal gucken, ja, wer das gucken. Von den beiden Jungs ist. Und ich kann ach, euch sagen, ja. Das ist Ivo! Ivo! Stark! Krass! Jetzt. Professor Finanzen? Yes. Start. Warst du auf seiner Schule? Nee, leider nicht. Nee. Aber krass, ja, aber entschuldige meine Unwissenheit, was machst du denn da genau? Also ich kombiniere so ein bisschen das Thema Comedy und Finanzen und bringe das so ein bisschen locker rüber. Mach ich auch mal, wenn ich mit der Bank rede. Ja. Und knüpfe ein bisschen da an, was die Schule ein bisschen vernachlässigt. Also Dinge, alles. Die man in der Schule nicht lernt. Ja, investiere in Steuern, solche Sachen. Krass. Und bringe das so ein bisschen lockerer rüber in Kurzvideos. Aber was sagt das jetzt wieder über Prominenz? Das ist, der Mann hat 1,5 Millionen ja. Follower. Ich hab dich, sorry, noch ja. nicht gesehen. Kurios. Ja, das mit den Finanzen betrifft dich auch nicht, Tommy. Ja, richtig. Bist du ein Außenstehender. Crazy. Also, wer Bock auf Professor Finanzen hat, der folgt diesem Mann. Ja. Und diesem natürlich auch. Jeffrey, vielen Dank. Folgt ihm auch, na klar. Mann. Vielen Dank, ja. Danke. Alles schön, viel Erfolg, alles schön. Crazy. Wir spielen viral und wenn ja, wie viele, auch bekannt als verfehligste Klicks. Und ich zeige euch jetzt ein TikTok-Video und ihr müsst mir sagen, wie viele Likes dieses Video hat. Möglichst die genaue Anzahl der Likes. Und
Wir starten mal mit diesem Video hier. Maschmeyer? Oh. Fast. Fast. Britische Maschmeyer. Harry Styles. Na gut, der wird ja. Kennst du Maschmeyer? Das war erst so out. Okay, das war einfach nur ein Video von Harry Styles. Ein editiertes Video von Harry Styles. Du hast ja gesehen, es war erst so. Aber nur am Anfang editiert. Ja, ein bisschen. Dann haben wir in seiner ganzen Pracht gesehen. Genau. So. Wie viele Likes bekommt so ein Video auf TikTok? Das ist die Frage. Aber ist das von seiner Seite? Also irgendeine Privatperson. Ja, dann ist. Irgendeine Monika, die. Ja, so. Ja. Naja, ist doch wahr. So eine Twingo. Irgendjemand mit einer festen Zahnspange hat. Ja. Ja. Hat dieses Video gemacht. Ja, das ist halt das Ding. Wenn das von ihm ist oder von so einer Twingo-fahrenden Sunrise Avenue Ultra-Frau, dann, ja. Dann weißt du halt. Ja, das ist egal. Ja. Hier, das ist vom Professor Finanzen. Der hat bye, bye. Hollywood Hills forever. Ja. So. Ja, komm. Ich, was muss ich sagen? Achso, sorry, wie Views. Viel, Likes, Likes. Nicht Likes. Views, sondern die Likes. Likes. Genau. Okay, dann glaube ich auch, dass es irgend so ein. Er hat gleich wieder. Ich habe genau das Video gesehen. Hast du schon eingetragen? Ich habe ja? Schon eingetragen. Okay, dann warten wir. Obwohl, wahrscheinlich reicht der Hashtag. Arbeitet TikTok mit Hashtags? Glaube. Dann reicht der Hashtag Harry Styles wahrscheinlich schon für 10.000. Ich hatte nämlich gerade 60 einfach. Tommy, was sagst du? Komm. Deswegen sage ich jetzt. 63. 30.000. Okay. Felix, was sagst du? Ja. Ich sag jetzt, ich habe 6,2 Millionen gesagt. Na klar. Du hast gesagt, es ist von klar. Irgendeiner Monika. Das ist nicht auf eine falsche. Naja, das ist ja das Ding, dass da jeder mit seinem Quatsch da irgendwas hier machen kann. 6,2. Und Levi? Ich habe 3,3 Millionen. 3,3 Millionen. Also alle glauben, dieses Video funktioniert einfach sehr gut auf TikTok, ja? Für Harry Styles ist das ja wirklich ein Armutszeugnis, oder? Ist der Mann nicht Internet gerade? Schauen wir mal, ja? Nee, kein Pflaume. Oh, wow. 56, ich hatte 60 gesagt erst. Es hat 56 Likes, dieses Video. Aber wieso reicht der Hashtag? Das muss mir jetzt jemand erklären. Wieso, also. Ich hätte jetzt. Levi, wieso hat ein Video von Harry Styles nur. Weil das Video kacke ist. Ja, aber Hashtag, Felix. Das ist alles Scheiße, was sie da machen. Aber Hashtag. Das ist doch Müll, ey. Der Hashtag. Ja. Hätte doch reichen müssen. Aber kaputte Generation hier, ey. Ja. Da war halt Gesellschaftskritik drin. Ja, ey. Die kaputte Generation. Aber Tommy, ey, du warst am nächsten dran. Ja, mit 30. Ja, weil Tommy auch kaputt ist. Alle Fälle seid ihr, ey. Geht ins Kino, 2.3. Fertig aus, ey. Mann. Der Mann kann gut verlieren. Ja, merke ich. Ja. Und vor allen Dingen wird die Laune jetzt sich steigern, wenn ich noch mal kurz den Zwischenstand sage. Ja. Haben wir noch? Zwischenstand sind wir immer noch nicht. Haben wir noch eine Runde? Ja, wir haben noch ein Video vor. Was? Ein Video. Oh, jetzt. Ey. Ich zum zweiten Mal meinen Schwamm hier holen. Scrub Daddy. Ooh, Daddy. Scrub Daddy. Ja, hier, ey, 8 Millionen Likes. Da hast du musst noch deine Karotte reinschieben. Du hast einen Radierer vergessen. Ja, das liegt auch noch. Das ist deines Ding. Nee, wischen musst du jetzt nicht mehr, wenn es die letzte Runde ist. Ja, Tommy, du führst, ja? Du hast ja. 5. Ja. Levi hat 4. Du kannst also noch aufschließen. Das ist peinlich für dich, Levi. Hey, ich bin Tommy und mit diesem simplen Trick kannst du innerhalb von 10 Minuten 100.000 Euro verdienen. So gehen doch YouTube-Clips los, oder? Naja, wenn du noch mehr von Studio Schmidt sehen willst, klicke hier, hier, hier oder hier. Oder komm rüber zu den Erwachsenen in die ZDF-Mediathek. Da findest du auch noch mal die komplette Sendung. Versprochen, ich glaube an dich.